Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Lost in Random. Im letzten Part haben wir ja hoffentlich den letzten Hinweis erhalten, um den Krieg zu beenden, beziehungsweise haben auch dem toten Mädchen geholfen. So, heißt wir müssen zu Neshka zurück und hoffen, dass sie den Krieg beenden kann. What were we talking about again? Graf gab mir diesen Finger. That finger? It reminds me of something. It was the fight with the king, and he and I and we... I'm afraid it's gone. But it's become clearer. Bring me more. I need more to remember. Ich hab noch Gegenstände für dich. What were we talking about again? Der Zug hat mir das Porträt gegeben. Oh, that portrait of the children, the triplets, and their father, their poor father, the king, killed while he, I can't remember. I need more objects to jog my poor memory. Ja, natürlich. What were we talking about again? Wir haben auch noch deinen Namen erhalten von der Baroness. My arm. I remember. I wore this. I used this to help defend the king when he... On that night when he... But then it... Oh, it's gone. It's gone. Please bring me more objects. I'm so close to remembering. I can feel it. Ja, zum Glück haben wir noch ein Schwertwaffen. By the dice maker, I remember this. It came for us so quickly, so savage. We couldn't. It's on the tip of my tongue, and then it's gone. It's. I'm sorry, even. What were we talking about? Die Nacht, in der König starb. Well, I'm afraid I need to jog my memory. Please bring me more objects. It's all I need to remember. Ja, das sind doch alle Gegenstände. Yes, even. You've done it. Seeing them all together, I remember everything. Oh, by the dice maker, you've saved me. Your father's beloved freedom so, and how proud he was of you. But bloody this! It's just not how he raised you. Who? Listen, I was there that doomed night when your father was murdered. And Nishka the bodyguard recounted vividly what had happened that night. It was a tale of a god really gone awry, of a blade against mechanical arm, a cold-blooded murder. I was going to roll my dice. Well, that's how fights were done in those days. But this murderer didn't play by the rules. My trusty arm was cut off. I returned the favor and tore off the perpetrator's finger. And that perpetrator was the Shadow Man. Bernie! Oh, hey, Eben. There you are. I should have been there to guide you all. I went mad with guilt for failing your father, and I ran away. I am so sorry. It appears that this war might have been for naught. This war was all because you three never talked to each other! You people are the worst! Thanks for the outfit, Bernie. You think you'll be okay now? Sure thing.
I can find my way home to One Cross with my eyes closed. Easy peasy. Don't worry, Evan. I'll make sure he gets home. And good luck to you. I'm not good at goodbyes. Say hi to Odd. Oh, I almost forgot. You like Pips, right? This is all that was left of Mr. Shady when you poofed him. Weird, huh? Oh, thank you. Hey guys. All right. Here goes nothing. Ah, auch klar, dass das schief gehen wird. Der Bogen der Regelmeisters. Des Regelmeisters so. Verwende die Schleuder in einem Bogen des Regelmeisters und 10 Pfeile. Verwendung der winzige Punktkreatur auf 2 Beinen. Wenn du sie einen Punktologen gibst, bring das sie an Dicey an, damit dieser höhere würfeln kann. Ja, ich glaube, nach 2 Stadt kommen wir nicht mehr. Heißt, wir brauchen einen neuen Punktologen. Heißt, wir müssen mit der Nanny mit. Ich frage mich, ob das wirklich so einfach ist, dass wir jetzt nach Sextastadt kommen, beziehungsweise Sextropolis. Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, jetzt ist halt die Frage, wo ist Dicey Herden? Und wieso ist das? Naja, wie gesagt, Raumdimensionen sind, glaube ich, nicht vorhanden im Spiel. Ich meine, wenn es von außen kleiner wirkt als von innen, ist eigentlich allgemein bekannt, dass Raumdimensionen nicht wirklich wichtig sind. I didn't think it was possible, but I ate too much candy. Okay, suchen wir Dicey. Okay, wir haben ihn schon mal gefunden, beziehungsweise wir müssen ihn steuern. Das ist jetzt eigentlich das erste Mal seit langem, dass wir Dicey mal wieder steuern müssen.
Anderson, you're to something. All bets are off when you've got a new card from old Manny Dix, Esquire. Und wie kommt ein Manny Dix hier? Ich meine, wir sind immer noch in dieser komischen Spinnengondel, wo ja eigentlich nur die Sechser rein dürfen, glaube ich. Beziehungsweise mitgenommen werden von den Nanny. Ja, okay. Interessant. Ich meine, wenn Manny Dix auch dazu zählt, ist zwar schon vielleicht ein bisschen alt, aber ja. Jetzt ein Geschenk für treue Kunden. Eine goldene Nadel. Wenn in der Kartendimension benutzt werden, indem du mit oben unten eine Karte in deiner Hand aufsparst, bis 100 gewürfelt wird. Ach ja, stimmt ja. Die gab's ja auch noch. Die habe ich ja komplett vergessen. Schaden. Oh. Da haben wir unseren Schattenmann wieder. Hand des Schattenmanns. Der Schattenmann vergiftet Emus Waffe. Jeder Treffer vergiftet den getroffenen Gegner. Dieser Zauber hält 30 Sekunden lang an. Ja, das könnten wir verwenden. Was haben wir hier? Vierstadtsrache. Beschwöre den rachsüchtigen Geist von Vierstadt. Er bewegt sich langsam und fügt allen Gegnern Schaden zu, die ihm im Weg sind. Natürlich. Ja, ich meine, Gift. Kann man sich auch gebrauchen. Wie gesagt, ich will halt gerne mehr Karten mitnehmen können. Meine Segen brauche ich vielleicht jetzt nicht mehr ganz so oft. Es gibt halt schon relativ viele Karten, die man so allgemein mitnehmen könnte. Ich glaube, die Fisch brauche ich den vorerst. Eigentlich ja nicht. Ich könnte jetzt auch den Bogen einfach verbessern. Ich glaube halt, dass der mehr Schaden macht. Ich weiß es ja nicht. Was haben wir hier noch? Halt, kann man 37 Sekunden entfernt. Ich nicht. Ja, wir schon passen. Ruf ich mal. Puppies, Kittens, Rainbows, Puppies on Rainbows, with Kittens. Mal schauen. Ich glaube, wir müssen uns den Nanny stellen. Aber da vorne haben wir ja auch noch ein altes, bekanntes Gesicht von 1 statt. Doing here? Das gleiche wie du. I don't think so. I'm Nanny's favorite, so that makes me the most important kid. You're not important. Okay, schön für dich. Yes, it is good for me. I always knew I was a sixer, and finally the rest of the world is acting like it. Honestly, some of the kids here, you can put them in a Sixer uniform, but you can't change who they are. And wait a minute. Even! It's me, Lucky from One Town. What are you doing here? Nichts Verdächtiges auf jeden Fall. You clearly are. What's going on? Wait a second. You're not even 12 yet. You're too young to be here. You're an imposter. Hör mal zu. No, you listen, even. I roll the quince dice to get here, and you're a cheater. You don't belong here. You're an imposter. You're an imposter. I'm telling. Nanny. Nanny Fortuna. Nanny Fortuna. Ah, toll. Queen destroyed all. Where did you find that? Tell me. No, you tell me where my sister is, you witch. Oh.
haven't you? Natürlich. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ich hab noch so. Ja, Nanny kannst du ruhig heute versuchen zu reimen. Wird das nichts bringen in dem Fall. Okay, volles Blatt, heißt wir müssen werfen. Zum Glück haben wir die Nadeln. Heißt, ich könnte mir ein paar Sachen anpinnen. Little girl, better off dead. I'll take your dice and I'll eat your head. Eine 2 ist allerdings auch gar nicht das Beste. Das ist nicht das Beste, was ich mir wünschen könnte, Garage. Er hilft mir schon dabei, die Gegner zu erledigen. Das ist ja zum Glück sehr nett von hier. So, und den Bogen. Okay, der macht sehr gut Schaden. Ist der Bogen gefällt mir jetzt schon. Ich meine, der Schaden ist... Die ganze Vergiftung vom Schattenmann ist auch nicht so, ne?
Okay. Viel zu alten Bekannten. Ah, wir sind wieder in irgendeinem Albtraum gelandet. Und scheinbar hat die Königin die gleichen Träume. Two sisters, both alike in dignity. But within one woman lies dark ruling beauty. Fun and games till one is gone. Some creeping darkness lately spawned. Wir sehen schon, es wird immer unheimlicher mit den Träumen. Retributions to change the past. New rules to make the present last. Das nochmal. Death and ruin for those who oppose. As went the sister, so the whole world goes. Missionär kenne ich gar nicht. Habe ich den Schamba schon wieder verdrängt? Jetzt wird wahrscheinlich vielleicht wieder die Königin kommen, so wie ich die Träume schon kenne. I don't think I can do this. You can and you will. The sacrifice is necessary. But I don't want to. The dice demands it. Sometimes we must set aside what we want in order to get what we need. Push her over, Odd. Push her over, or I'll let the dice decide whether you should take her place! Odd, please, I'm sorry I was mean to you, and your sister. Odd, please, you can't do this, you can't! You're running out of time, Odd. Find her missing friend. She gathered her courage, squared her shoulders, and... I just want to go home. And realized that she just wanted to go home. Oh, but home was very far away. She had no idea how to get there. Ja, das stimmt. Da wir mal wieder im Niemandsland sind. Und ihre Schwester ist scheinbar zur Marionette der Königin geworden. Aber gut, bevor ich jetzt weitergehe, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn ihr nicht zu Hause wollt, könnt ihr euch gerne noch ablassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Lost in Random wieder. Ciao.